Moderatorin Amira Pocher, 29, und Comedian Oliver Pocher halten ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit raus. Nicht einmal die Namen der Kids sind bekannt. Und genau das ist für Amira selbstverständlich. Die Let's Dance-Kandidatin könne es absolut nicht verstehen, dass Influencer ihre Kinder in die Kamera halten, und machte ihren Ärger abermals im Interview beim Sat.1 Frühstücksfernsehen Luft: Ich kann mir das ja gar nicht angucken, ne. Absolute Frechheit, auch mit der RTL-Tanzshow Let's Dance rechnete Amira Pocher vor kurzem ab, mehr dazu oben im Video. Amira Pocher über Kinder im Netz: Wir haben mittlerweile mit eigenen Augen gesehen, wo die landen können. Natürlich ist es süß, aber du nimmst dem Kind ja das Recht auf Privatsphäre einfach weg. Das Kind hat noch keine Medienkompetenz, das weiß ja noch gar nicht, was das Internet ist und wo Bilder landen können, fügte die zweifache Mutter hinzu und ergänzte: Wir haben ja mittlerweile mit eigenen Augen gesehen, wo die landen können. Dem Kind bringe diese Öffentlichkeit gar nichts, lediglich den Eltern und zwar eine Menge Reichweite, Like- und Werbeverträge. Das ist in meinen Augen unverantwortlich, so Amira. Amira Pocher nennt Pietro Lombardi als positives Beispiel. Wenn es um Kumpel Pietro Lombardi, 30, geht, findet die 29-Jährige seinen Schritt sehr gut, seinen Sohn nun nicht mehr in die Kamera zu halten. Sie finde es stark und cool, dass der Sänger es durchziehe, Alessio, 7, nicht mehr zu zeigen, auch wenn man ihn auf anderen Kanälen immer noch sehen könne. Es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht einmal im Monat ein lustiges Familienfoto poste oder ob ich mein Kind jeden Tag in sämtlichen Lebenssituationen zeige, betonte Amira Pocher abschließend gegenüber Moderatorin Marlene Lofen, 51.